I love you forever.
Über die geistige Dimension des Schlafes. Ja, wir wissen alle, was Schlaf bedeutet. Die Bibel zeigt uns natürlich drei Arten von Schlaf. Ja, wir kennen vielleicht nur das eine Schlaf, aber die Bibel erklärt uns drei Arten von Schlaf.
Und das werden wir gleich durchgehen, aber bevor wir einmal kurz anfangen, möchte ich kurz, dass wir erstmal 1. Mose Kapitel 28, 12 bis 13 lesen. Ich lese vor den Namen Jesus Christus. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und dein Samen geben. Amen. Okay. Bevor wir nochmal kurz in diesen Text nochmal tiefer hineingehen, möchte ich erstmal, dass wir verstehen, über welche drei Arten von Schlaf die Bibel vielleicht spricht. Es gibt drei Arten von Schlaf, wovon die Bibel spricht. Das erste ist da, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht und sagt, wir müssen gehen, weil Lazarus schläft. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, Lazarus schläft und wir müssen Lazarus aufwecken. Und die Jünger, die haben nicht verstanden, was Jesus damit meinte. Und die dachten vielleicht, okay, wenn Lazarus schläft, wieso müssen wir denn rübergehen, um ihn extra aufzuwecken? Hat er nicht einen Wecker oder irgendwas? Aber Jesus meinte in diesem Moment, dass Lazarus tot war. Aber wir sehen öfters in der Bibel, dass wenn Jesus manchmal schlafen sagt, dass das ein Schlafen ist. So wie wir es kennen, dass wir kurz schlafen und vielleicht nach 8, 6 oder vielleicht für die sehr harten 3 Stunden wieder aufstehen. Sondern manchmal, wenn er vom Schlaf redet, redet er auch vom Tod. Aber warum redet Jesus, warum nennt Jesus Tod Schlaf? Weil das nicht das Ewigliche ist. Tod ist Schlaf, weil man für eine Zeit schläft. Für eine Zeit ist man aus. Für eine Zeit ist alles abgeschaltet. Dein Körper arbeitet nicht mehr. Alles ist aus. Aber er nennt es nur Schlaf, weil wir Menschen nicht nur aus Fleisch bestehen. Wir Menschen, wir bestehen aus Seele und aus Geist. Also ist vielleicht dein Fleisch, was in diesem Moment ausgegangen ist. Aber die Seele, die wird auferstehen. Die Seele, die bleibt ewiglich. Deshalb nennt Jesus Tod Schlaf ab und zu in der Bibel. Das zweite ist das, was wir vielleicht sehen, wo Jesus im Boot war. Und ihr müsst euch vorstellen, Jesus war im Boot mit seinen Jüngern. Und die sind dort, die sind da mit dem Boot rumgefahren. Und was tat Jesus? Er legte sich einfach hin und schlief. Das ist dieser Schlaf, den wir vielleicht kennen. Dass wir kurz schlafen und dann wieder aufstehen. Er wurde dann wieder von seinen Jüngern geweckt. Weil es stürmisch war und die Jünger hatten Angst. Aber das ist der zweite Part von Schlaf, wo dein Fleisch schläft, wo du dich kurz ausruhst für eine gewisse Zeit und dann wieder aufstehst. Unser dritter Punkt ist kein schöner Punkt. Und zwar ist es der geistliche Schlaf. Wenn nicht nur dein Körper schläft, wenn nicht nur deine Seele schläft, aber wenn auch dein Geist schläft. Und diesem Beispiel sehen wir in der Bibel von den 10 Jungfrauen. Da waren 10 Jungfrauen und die Bibel erklärt uns, ihr könnt es gerne nachlesen in Matthäus 25, Vers 5. Könnt es gerne nachlesen. Aber da waren die 10 Jungfrauen. Und was taten die 5? Die sind eingeschlafen. Und was ist passiert, als sie eingeschlafen sind? Die haben den Bräutigam verpasst. Die haben Jesus verpasst.
tiefer Schlaf. Wenn du so tief schläfst, dass du noch nicht mal merkst, dass dein Herr schon gekommen ist. Wenn du so tief schläfst, dass du noch nicht mal verstehst, dass Gott dich gerade weckt. Wenn du so tief schläfst und noch nicht mal realisierst oder erkennst, dass gerade vielleicht Chaos um dich herrscht, Chaos im geistlichen Zustand herrscht und du bist so krass ausgeblendet, dass du das nicht merkst. Das ist ein geistlicher Schlaf. Und warum ist es gefährlich? Von allen drei Arten. Wir haben gerade gehört, unser Fleisch schläft. Wir können vielleicht auch tot sein, aber unser Geist schläft niemals. Unser Geist sollte niemals schlafen. Wir haben gehört, dass Punkt 3 unser Geist auch schlafen kann, aber unser Geist sollte niemals schlafen. Geistlicher Schlaf ist sehr gefährlich. Geistlicher Schlaf, wenn du geistig schläfst, ist es wie ein Mensch, der keinen Sauerstoff mehr bekommt. Er erstickt immer mehr und immer mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unseren geistlichen Zustand wachen. Dass wir darauf achten, wie es unserem Geist geht. Wisst ihr, oftmals investieren wir so viel an das, was vergänglich ist. Wir investieren manchmal in so kurzen Zeiten, wenn wir kurz vergleichen, die Zeit, die wir hier leben und die Ewigkeit. Es ist noch nicht mal annähernd gleich, noch nicht mal annähernd die Hälfte. Die Zeit, die wir hier leben, die ist so klein. Und die Ewigkeit, die ist riesig. Und manchmal sind wir dort und investieren so viel in jetzt, so viel in anderen Dingen, aber vergessen das, was ewiglich bleibt. Und das ist unser Geist, das ist unsere Seele. Deshalb ist eines der wichtigen Dinge, dass wir wirklich über unseren Geist wachen. Dass wir wirklich immer wieder schauen, immer wieder zurückschauen. Wisst ihr, es gab mal eine Zeit. In dieser Zeit hat man sehr viel Skandale gehört über große Diener Gottes, Männer Gottes. Und ich habe Gott gefragt, ich so, Gott, was kann ich tun, um nicht zu fallen? Und ich weiß ganz genau, ich bin nicht viel besser als diese großen Diener Gottes. Ich bin kleiner, ich bin sogar vielleicht gar nicht so lange im Glauben. Die sind vielleicht reifer. Aber ich weiß, dass es eine Sache gibt, auf die man achten muss, damit man nicht fällt. Und das ist immer wieder zurückzuschauen. Immer wieder zurückzuschauen. Wo stehe ich? Wo bin ich? Wo komme ich her? Wo hat mich Gott rausgeholt? Wo ist mein Geist? Lebe ich gerade das, was in der Bibel steht? Lebe ich gerade das aus, was Jesus uns beauftragt hat? Was tut mein Geist? Ist mein Geist gerade dort und ist unsensibel? Oder ist mein Geist gerade dort und ist sensibel? Bin ich connected mit dem Vater? Wo bin ich? Und Gott gab mir diese Antwort. Und das ist einer der Dinge, ein Schlüssel, den ich verstanden habe, der uns die Kraft geben wird, immer wieder standhaftig zu sein. Denn die meisten Leute, die fallen, das sind Menschen, die nicht zurückschauen, wohin sie überhaupt laufen. Das sind Menschen, die einfach nur laufen, die einfach nur rennen, die einfach nur gehen, aber nicht zurückschauen. Ey, renne ich gerade vielleicht richtig? Habe ich mich vielleicht verirrt? Die Navigation, den Heiligen Geist komplett ausschalten und sich auf seinen eigenen Verstand. Dass wir über unseren geistlichen Zustand wachen. Okay, und eins der Dinge, worüber wir heute sprechen wollen, ist es über den körperlichen Schlaf. Den körperlichen Schlaf. Und wisst ihr, unser Körper, das, was ich so interessant finde, unser Körper, Paulus nennt unseren Körper Zelt. Warum nennt Paulus unser Körper Zelt? Weil unser Körper nur eine Hülle ist. Und Paulus sagt, dass unser Geist, unsere Seele, ein Haus ist. Er vergleicht unser Fleisch mit unserer Seele und mit unserem Geist. Er nennt unser Fleisch Zelt. Und was ist ein Zelt? Ein Zelt ist unstabil. Ein Zelt, sobald viel Wind kommt, bricht es vielleicht zusammen. Und so ist unser Körper. Paulus hat verstanden, dass wir in einem Körper gefangen sind.
was unstabil ist. Aber versteht ihr, warum Jesus gesagt hat, ich hauche mein Odem in dich hinein? Weil er weiß, okay, du hast einen Körper, welches unstabil ist. Aber ich gebe dir meinen Geist, welches stabil ist. Mein Geist, womit der Paulus vergleicht mit einem festen Haus. Was stabil ist. Das heißt, dort, wo wir sind stabil. Sage zu dir selbst, ich bin stabil. Dort, wo du bist stabil, weil du Gottes Geist hast. Deshalb sehen wir die Menschen in der Welt. Die sind manchmal rechts und die sind manchmal links. Die sind manchmal hin und manchmal zurück. So ist ein Zelt, wird vom Wind mitgenommen. Aber weil du Gottes Geist in dir hast, bist du kein Zelt mehr, sondern du bist ein Haus. Du bist ein festes Gebäude, welches steht. Selbst wenn dein Körper vielleicht gerade da ist, dein Körper vielleicht schwach ist, dein Körper vielleicht müde wird, erinnere dich immer daran, du hast einen Geist, welches unlimitiert ist. Du hast den Geist Gottes, der stark ist. Du hast den Geist Gottes, den niemand aufhalten kann. Wir sprechen nicht von einem Geist von irgendeinem Menschen, von einem Geist von irgendeinem Präsidenten, aber wir sprechen vom Geist Gottes. Dieser Gott, der diese Welt erschaffen hat, mit einem Wort. Und er hat nicht nur ein Wort in dich hineingehaucht, aber sein ganzer Odem. Wie viel Kraft hast du in dir? Wie viel Power hast du in dir? Und das, was wir verstehen müssen, ist, dass egal ob unser Fleisch schläft, unser Geist schläft niemals. Wisst ihr, ich habe diese Offenbarung selber erst vor einer kurzen Zeit verstanden, dass unser Geist niemals schläft. Ich wusste, wir haben einen starken Geist. Und ich wusste, wenn wir schlafen, dann schlafen wir. Aber ich wusste nicht, dass unser Geist niemals schläft. Es hat angefangen mit, ich hatte das schon davor verstanden, aber was es mir nochmal bestätigt hat, war eine Nacht. In dieser Nacht, ich habe geschlafen. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist in dieser Nacht. Aber in meinem Traum habe ich angefangen, Gott zu loben. Ich habe gesungen. Ich habe ein Lied gesungen, das war Serges Lied. Ich wusste noch nicht mal, dass es sein Lied damals war. Aber ich habe genau sein Lied gesungen. Und in diesem Lied, da lobt man Gott. Und eigentlich habe ich es im Traum gesungen, aber als ich aufgestanden bin, merke ich, dass ich plötzlich angefangen habe zu singen. Ich bin mit diesem Lied aufgestanden. Ich bin nicht aufgestanden und habe mich erstmal gegähnt, gestreckt. Nein, ich bin mit diesem Lied aufgestanden. Und ich dachte mir, krass Gott, was ist jetzt gerade passiert? Und ich verstand immer nach einer Zeit und nach einer Zeit, dass vielleicht unser Fleisch schläft, aber unser Geist schläft nicht. Unser Geist ist beständig da und ist im Kontakt mit Gott. Unser Geist ist erschaffen worden, um Gott anzubeten. Unser Geist ist erschaffen worden, um den Herrn zu loben. Unser Geist ist erschaffen worden, um mit Gott eins zu sein. Deshalb dort, wo du schläfst, dort, wo du dich vielleicht ausruhst, sei dir gewiss, dass dein Geist, welches gestärkt ist, niemals schläft. Amen. Deshalb, wenn die Bibel sagt, wir brauchen keine Angst zu haben, wir brauchen uns nicht zu sorgen, weil Gott in Kontrolle ist. Selbst wenn du schläfst in der Nacht, für die Personen, die vielleicht Angst haben, in der Nacht zu schlafen, lass mich dir sagen, schlaf ab heute in Ruhe. Schlaf ab heute wie ein Baby. Schlaf in Ruhe, schlaf in Ruhe. Bete kurz davor, dann kannst du ruhig schlafen. Denn dein Körper schläft vielleicht, aber dein Geist ist wach. Dein Geist kämpft dort, wo dein Körper nicht mehr kämpfen kann. Dein Geist spricht mit Gott, dort, wo dein Körper nicht mehr mit Gott reden kann. Weil dein Körper vielleicht müde ist, aber da ist dein Geist und sucht trotzdem den Kontakt zu Gott. Dein Geist ist wach, dort, wo dein Fleisch schwach ist, ist dein Geist stark. Denn wir haben einen starken Geist. Wir haben einen starken Geist. Und wisst ihr, was ich so interessant finde? Ich finde interessant die Art und Weise, wie Gott uns immer wieder in der Bibel zeigt, wie er mit seinen Kindern oft kommuniziert. Durch Träume. Und ich habe mich gefragt, Gott, warum hast du immer oft durch Träume mit deinen Kindern, vielleicht auch mit dir, kommuniziert? Wisst ihr, über den Tag ist es manchmal so, dass uns Ängste einholen, dass unsere Gedanken arbeiten.
dass wir manchmal unseren eigenen Verstand haben, unsere eigene Denkweise, dass Gott vielleicht Dinge manchmal sagt und wir zweifeln kommen. All das ist manchmal voll in unserem Kopf. Aber in der Nacht, da ruht dein Körper. Da ist dein Körper ruhig. Da sind keine Zweifel mehr. Da sind keine Ängste mehr. Da sind keine Sorgen mehr. Da sind keine Gedanken mehr. Da ist nur noch dein Geist. Und da weiß Gott, okay, das ist jetzt diese Position, womit ich mit meinem Kind klar und deutlich reden kann. In der Nacht passieren Dinge, die wir nicht mitbekommen. In der Nacht geschehen Dinge, die wir nicht sehen. In der Nacht arbeitet dein Geist, wovon du nicht mitbekommst. Aber die Dinge, die geschehen. Und manchmal bist du vielleicht dort und du stehst auf und du merkst plötzlich, irgendwas ist passiert. Irgendwas ist in der Nacht passiert. Irgendwas war plötzlich in meinem Zimmer. Irgendwas ist geschehen. Dass es in der Nacht passiert ist, war nicht normal. Klar, dein Verstand versteht es nicht, aber dein Geist weiß, was passiert ist. Und Gott weiß, was er in der Nacht mit dir gemacht hat. Gott weiß, in was für eine Kommunikation er mit deinem Geist war in der Nacht. Und ob du dich erinnerst, was passiert ist, oder dich nicht erinnerst, geschehen Dinge in der Nacht. Deshalb eines der wichtigen Dinge ist es auch, wenn du da bist in der Nacht und du merkst, du hattest gerade eine sehr, sehr wichtige Offenbarung, einen sehr wichtigen Traum und du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Meine Schwester und mein Bruder, bete, dass Gott dir diesen Traum zurückschickt. Bete, dass Gott dir das zurückgibt, dass es wieder zurückkommt. Denn oftmals, wenn wir aufstehen, geht es vielleicht weg. Vielleicht sind wir auch manchmal dort und sagen, okay, wir haben nichts geträumt. Wir träumen immer. Es passieren immer Dinge. Manchmal erinnern wir uns, manchmal erinnern wir uns nicht. Es passieren Dinge wie Kämpfe in der Nacht, während wir schlafen. Ich kann euch haufenweise Geschichten von meinen Kämpfen erzählen in der Nacht. Ich hatte so viele Kämpfe in der Nacht. Und sehr viele Ex-Satanisten, Leute, die aus dem Okkultismus kommen, die erzählen immer sehr viel, dass sie in der Nacht sehr aktiv waren. Dass sie in der Nacht dahin gegangen sind, sie haben Flüche ausgesprochen, sie haben Dinge gesät, Krankheiten gesät, all die Dinge. Und auch damals mit Pastor Dani, wir hatten einen Befreiungsdienst. Da haben wir für Leute gebetet, die im Satanismus drin waren. Und die hatten krasse Hefte, wo die ganzen Rituale aufgeschrieben haben. Und du siehst, in jedem Ritual war das entweder um 0 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts, immer zu diesen Zeiten, immer in der Nacht mussten die aufstehen und die Rituale machen. In der Nacht geschehen Kämpfe. Aber das soll dir gar keine Angst einjagen. Die Kämpfe geschehen auch nicht nur in der Nacht, sie geschehen manchmal auch tagsüber. Aber vor allem in der Nacht profitiert der Feind. Und ich habe mir gesagt, ey, wieso profitiert der Feind erst recht in der Nacht? Der Feind ist listig, aber er ist nicht weise. Er ist listig, aber er ist nicht weise. Er denkt, okay, in der Nacht, da schläft die Schwester, da schläft der Bruder. Also kann ich hingehen, kann Anfechtungen bringen, kann ich meine Dinge machen, meine Sachen machen. Aber lass mich dir sagen, der Feind ist listig, aber nicht weise. Denn in der Nacht, dort wo er denkt, dass du schläfst, dass du nichts machen kannst, dass er kommen kann und das tun kann, was er tun möchte, ist da, wo dein Geist wach ist und dein Geist anfängt zu kämpfen. Da, wo der Feind versucht, wie ein Dieb hineinzukommen in der Nacht, in der Finsternis. Deshalb sprechen wir von Finsterniswerke, von Werke der Finsternis, Werke, die im Dunkeln gemacht werden. Der Feind attackiert uns niemals von vorne, immer nur von hinten. Und Schlaf ist die beste Situation oder der beste Moment, wo er sich denkt, wo ich kommen kann. Weil diese Person schläft.
schläft doch eh. Aber der Feind hat nicht damit gerechnet, dass du einen starken Geist hast. Der Feind rechnet nicht damit, dass du geistig gestärkt bist, dass du schon vorher deine Gebetszeit hast. Egal, ob er gerade gekommen ist, ob er in der Nacht plötzlich kommt und was auch immer die Anfechtungen bringt, er rechnet nicht damit, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich beschützt, dass dein Geist wach ist. Egal, was er tut, dein Geist ist wach. Egal, was er versucht, dein Geist ist wach. Dort, wo dein Körper vielleicht schläft, dort ist dein Geist und steht plötzlich auf und fängt plötzlich an, dagegen zu kämpfen, dagegen zu beten. Das sind Dinge, die wir nicht sehen. Sehen wir, wie Gott manchmal für uns kämpft? Nein, wir sehen nur am Ende die Früchte. Wow, Gott hat es getan. Wow, Gott hat es erfüllt. Und genau das sind die Dinge, die manchmal in der Nacht geschehen. Du stehst am nächsten Tag auf, du hast plötzlich Freude, obwohl du den Tag davor geweint hast. Aber das ist Gott, der es in der Nacht gemacht hat. Das ist dein Geist, der in dieser Nacht gekämpft hat. Das ist dein Geist, der die ganze Zeit in der Kommunikation war mit Gott in der Nacht. War für dich am Beten. Das ist Jesus, der nachts gebetet hat für dich, damit du am nächsten Tag wieder gestärkt wirst. Derselbe Jesus, der auch für Petrus gebetet hat. Jesus betete für Petrus. Er sagte, Petrus, ich habe für dich gebetet. Denn ich habe gesehen, dass der Satan gekommen ist in der Nacht und wollte deinen Glauben wegnehmen. Aber ich habe gebetet, dass du deinen Glauben hast, dass dein Glaube bleibt. Und das ist das, was nachts passiert. Wir haben einen starken Gott. Wir haben einen starken Gott. Und das, was Gott in uns hineingelegt hat, wie Gott uns erschaffen hat, das ist unglaublich stark. Manchmal unterschätzen wir das. Manchmal unterschätzen wir unseren Geist. Den Geist Gottes in uns. Manchmal unterschätzen wir es. Aber das ist so enorm stark, dass der Feind es die ganze Zeit bremsen will. Sein Ziel ist es, dass du geistlich low bist. Dass du geistlich immer weniger wirst. Immer weniger wirst. Immer weniger wirst. Denn dort, wo du geistlich aufgeschaltet bist, dort kann er kommen und tun, was er möchte. Dort kann er kommen und tun, was er will. Dort kann er manipulieren. Dort kann er verwirren. Dort kann er dir plötzlich Suizidgedanken in deinen Kopf hineinbringen. Und du stehst am nächsten Morgen auf und triffst plötzlich die Entscheidung, ich nehme mir heute mein Leben. Aber ich will, dass du ab heute verstehst, dass du einen starken Geist hast. Dass der Geist Gottes, der in dir ist, stark ist. Dass du nicht nur aus Fleisch bist. Deshalb das nächste Mal, wenn du einen Albtraum hast, einen kleinen, winzigen Traum, stehe auf und sage, mein Geist ist stark. Das, was du gerade versuchst, ist nur mein Fleisch. Aber mein Geist ist stark. Du Teufel, du weißt ganz genau, dass mein Geist stark ist. Dass mein Geist lebendig ist. Dass mein Geist in einer Verbindung mit Gott ist. Das heißt, all das, was du versuchst, an meinem Körper mich müde zu machen, mich schwach zu machen, ist nur mein Fleisch. Mein Geist ist aber stark. Mein Geist macht dort weiter, dort, wo mein Fleisch aufhört. Mein Geist kämpft dort weiter, dort, wo mein Fleisch nicht mehr kann. Und oftmals haben wir immer wieder die Sprache zu sagen, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Aber lass mich dir sagen, du schaffst es. Du schaffst es, wenn dir bewusst ist, wer es für dich tut. Wenn dir bewusst ist, dass es nur dein Fleisch ist, welches am Wirken ist, dann schaffst du es ehrlich gesagt nicht, das sage ich dir ehrlich. Aber wenn du dir gewiss bist, dass es der Geist Gottes ist, der in dir kämpft, der Geist Gottes ist, der dich lenkt, der Geist Gottes ist, der dich führt, dann schaffst du alles. Da gibt es nichts auf dieser Welt, was du nicht schaffst. Sagt nicht die Bibel, dass der, der glaubt, alle Dinge tun kann, dass der, der so einen kleinen Glauben hat, selbst Berge versetzen kann? Kannst du deinen Körper nehmen? Kannst du mit deinem Fleisch irgendwo hingehen und deinen Berg aufheben? Können wir nicht. Unser Fleisch ist limitiert, aber unser Geist ist endlos stark. Deshalb fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und wisst ihr, das, was dem Feind gefällt, ist es, wenn du nicht verstehst, wer du bist. Da, wo der Feind Macht hat, ist es, wenn du verstehst, wenn du nicht verstehst, wer du bist. Wenn du denkst, dass du nur aus Fleisch bist und denkst, okay, es passiert, was passieren mag. Das ist da, wo der Feind
bewusst aufblenden, weil der Feind ist klein. Er ist klein, die Bibel sagt, er ist unter unseren Füßen. Dann sage ich, er ist klein. Ich habe Schuhgröße 39, 40. Dann sage ich, er ist noch kleiner als 39, 40. Er ist klein. Aber er bläht sich auf, wenn wir selber nicht wissen, wer wir sind. Deshalb sagt Gott in seinem Wort, mein Volk geht verloren am Mangel von Erkenntnis. Weil wir manchmal nicht wissen, wer wir sind. Deshalb gehen wir verloren. Aber wenn wir verstehen, wer wir sind, wenn wir verstehen, was für einen Geist wir haben, wer soll verloren gehen? Ich? Gehen wir nicht verloren. Wir werden immer nach vorne gehen. Immer nach vorne. Wir werden so sein wie die fünf tüchtigen Frauen, die wach waren, die genügend Öl da haben. Als der Bräutigam gekommen ist, waren die ready. Als der Bräutigam gekommen sind, sind die mit dem Bräutigam reingegangen und die haben gefeiert. So werden wir sein, wenn wir wissen, wer wir sind. Du bist unaufhaltsam, weil du Gottes Geist hast. Du bist unaufhaltsam, weil du Gottes Geist hast. Selbst die ganze Legion von seinen Dämonen können dir nichts, weil du nur seinen Geist hast. Manchmal sind wir dort. Gott, komm doch runter, Gott, mache. Und Gott denkt sich, mein Geist ist doch in dir. Steh auf und bete. Steh auf und deklariere. Ich brauch nicht runterzukommen, das ist Kindergarten. Das brauch ich nicht zu machen. Ich habe meinen Geist in dir hineingehaucht. Ich habe dir meinen Geist anvertraut, das was stark ist. Mein Geist, welches alles widerstehen kann. Steh auf und bete. Steh auf und widerspreche all das, was dir nicht gefällt. Steh auf und nimm die Autorität, die dir Gott gegeben hat. Und das ist sein Geist. Deshalb, falls du demnächst mal so Träume hast, wo du dir denkst, ey, nicht schon wieder Albträume, lass mich dir sagen, fürchte dich nicht. Erstens ist es wichtig mit deinen Träumen, such dir immer eine reife Person aus, mit der du vielleicht über deine Träume austauschen kannst. Weil nicht alle Träume sind immer Anfechtung. Wir haben gehört, dass Gott auch diese Weise nutzt, um mit uns zu sprechen. Deshalb, vor allem am Anfang, wenn man neu ist im Glauben, ist es schwer zu unterscheiden, was von Gott ist oder was nicht von Gott ist. Denn auch der Teufel verkleidet sich als Licht. Deshalb such dir vor allem, wenn du verwirrt bist mit deinen Träumen, such dir eine Person aus, der geistig reif ist, und rede mit dieser Person. Erzähl dieser Person deine Träume. Frag nach Ratschlägen. Frag, hey, was kann ich tun? Ich habe das und das und das geträumt. Und manchmal ist auch Gott dort, der zu uns spricht. Manchmal ist auch Gott dort, der uns ruft. Gott dort, der uns Vision gibt. Das, was wir vorhin gelesen haben, war, es ging um Jakob. Jakob hatte sich hingelegt und er träumte eine Sache. Er träumte, dass es einen Leiter gab, der von unten bis in den Himmel ging. Und er sah nicht nur diesen einen Leiter, sondern er sah auch, wie Engel hinaufgestiegen sind und Engel runtergekommen sind. Da ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Selbst während du schläfst, da ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Was Gott nicht erlaubt, das kann dir nicht geschehen. Was Gott nicht zulässt, das kann nicht geschehen. Gott hat alles in seiner Kontrolle. Deshalb fürchte dich nicht. Selbst wenn du in einer Zeit bist, selbst wenn du Anfechtungen hast, selbst wenn du plötzlich merkst, ey, hier steht plötzlich jemand vor mir, hier passiert gerade was, hier passieren plötzlich geistliche Dinge, sei dir gewiss. Zieh dich kurz zurück und sag, okay, nein, Gott, wenn ich das gerade sehe, dann ist es, weil du es erlaubst, dass ich gerade sehe und dass ich es ertragen kann. Wir haben einen starken Gott, Amen. Wir haben einen starken Gott. Und im Schlaf ist das manchmal so, wir haben gehört, dass Gott auch mit uns redet. Gott spricht mit uns im Schlaf. Gott gibt uns Antworten im Schlaf. Wer von euch hatte schon mal eine Frage, ist eingeschlafen und am nächsten Tag wusste er die Antwort.
Gott gibt uns Antworten manchmal im Schlaf. Und das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, er gibt seine Freunde im Schlaf. Er gibt seinen Kindern im Schlaf. Weil unser Geist kommuniziert es. Manchmal gibt es Zeiten, klar, wo du für eine Antwort beten musst. Wenn wir uns daran erinnern, wie Jesus war. Jesus, bevor er seine 12 Jüngern ausgesucht hat, was hat er gedacht? Er hat die ganze Nacht gebetet, sagt uns die Bibel. Die ganze Nacht war er dort und hat gebetet. Und am nächsten Tag wusste er, okay, ich gehe, ich werde den und den und den. Manchmal sind solche Situationen, wo wir stundenlang beten müssen, minutenlang beten müssen, aber manchmal sind auch Situationen, wo wir sagen, okay Gott, du hast alles in Kontrolle, ich schlafe. Und am nächsten Tag hast du die Antwort. Es geschieht nach deinem Glauben. Amen. In all dem, was wir machen, wir sollen ständig beten. Ob du in der Schule bist, du sollst beten. Ob du am Schlafen willst, du sollst beten. Ob du betest, sollst du beten. Wir sollen ohne Unterlass beten. Und Gebet kann auch in deinem Herz sein. Wenn du gerade vielleicht nicht die Möglichkeit hast, auch ein im Namen Jesus Christus ist schon ein Gebet. Manchmal, wenn ich Dinge erlebe, die vielleicht auf der Arbeit oder so sind oder draußen, da habe ich noch nicht mal die Zeit, großartig in the name of Jesus. Ich sage einfach im Namen Jesus Christus. Manchmal sogar, wenn ich schlafe und ich merke, ich habe Anfechtung und ich denke mir, nee, damit will ich gerade nichts zu tun haben. Ich stehe kurz auf, ich sage im Namen Jesus Christus und ich schlafe weiter. Aber ich sage, manchmal gibt es Zeiten, wo du das machen kannst. Aber manchmal gibt es Zeiten, wo du aufstehst und anfängst zu konfrontieren. Der Geist Gottes, der leitet dich, welche Zeit gerade angebracht ist. Der Geist Gottes, der sagt dir, okay, ich stehe jetzt auf. Manchmal ist es auch so, dass der Geist Gottes dich plötzlich in der Nacht weckt. Du stehst plötzlich auf. Und du bist hellwach, du weißt nicht woher. Wie passiert es, dass ich plötzlich vom Schlafen so hellwach werden kann? Aber es ist der Geist Gottes, der dich in diesem Moment weckt. Weil er sagt, okay, steh auf und fang an zu beten. Steh auf und fang an zu proklamieren. Steh auf und fang an zu sprechen. Deshalb lasst uns auch wirklich solche Zeiten nicht ignorieren. Zeiten, wo der Geist Gottes dich weckt, sind Zeiten, wo nur Gott weiß, warum wir geweckt werden. Aber das sind kostbare Zeiten, wo wir aufstehen müssen und verstehen müssen, dass es ein Rufen Gottes ist. Genau wie Gott damals Samuel gerufen hat. In der Nacht, genauso ruft er uns manchmal in der Nacht. Mit einem plötzlichen Wecken. Plötzlich bist du wach. Steh auf und bete. Erinnere dich in diesem Moment, selbst wenn dein Körper müde ist, ich habe einen starken Geist. Also stehe ich auf und bete. Stehe auf und höre auf diesen Rufen Gottes, den er dir gerade in diesem Moment gibt. Wisst ihr, manchmal beten wir für Dinge, wo wir erst nach 2 Monaten verstehen, warum wir in dieser Nacht dafür gebetet haben. Manchmal beten wir für Dinge, wo wir vielleicht erst nach Tagen verstehen, ah, deshalb habe ich da gebetet. Manchmal gibt dir Gott auch in dieser Person, in diesem Moment, wo du plötzlich in der Nacht aufstehst, auch einfach einen Namen von einer Person. Bete für diese Person. Und du denkst dir, hey, diese Person geht's gut. Aber nachhinein verstehst du, okay, diese Person kämpft da und da. Deshalb lasst uns diese Zeit nicht ignorieren. Wir sagen, wir sind ein Ebenbild von Jesus. Jesus stand in der Nacht auf und betete für Petrus. Genauso ruft uns auch Jesus manchmal in der Nacht auf zu beten für andere. In der Nacht auf zu beten für uns selbst. Lasst uns diese Zeit nicht ignorieren. Und manchmal schenkt Gott uns auch Orientierung in der Nacht. Wir
wir sehen das bei Josef. Die Art und Weise, wie Gott uns erschaffen hat, das ist unglaublich. Und die Art und Weise, wie Gott mit uns kommuniziert, ist unglaublich. Josef war da und Maria wurde plötzlich schwanger. Und Josef, der Verlobte von Maria, dachte sich, kann es nicht gewesen sein. Was ist das? Wie kann es passieren? Und Josef hatte sich vielleicht seine eigenen Gedanken gemacht. Hatte vielleicht die Gedanken, boah, Maria hat mich betrogen. Maria hat das und das gemacht. Wie konnte Maria das denn nur tun? Wann hat sie mich betrogen? Dies und das. Wer weiß, was Josef in diesem Moment gedacht hat. Vielleicht dachte er auch, dass das irgendein Nachbar von ihm gewesen sei. Er hatte bestimmt voll Kopfkino, wie wir es manchmal denken. Wie wir es manchmal nennen, Kopfkino. Wo er sich Fragen gestellt hat, er ist alle Listen durchgegangen, mit wem hat Maria Kontakt. Und was macht dann Gott in der Nacht? Er kommt und sagt, Josef, es ist vom Heiligen Geist. Das ist deine Frau. Keine Sorge, Maria hat dich nicht betrogen. Und Josef stand am nächsten Tag auf und wusste, okay, es war Gott. Und die mussten fliehen und die wussten nicht wohin, aber was tat Gott? Er gab immer wieder Orientierung in der Nacht. Immer wieder in der Nacht sagte er, okay, fährt dorthin, geht dorthin, geht dorthin. Die Nacht ist eine geistlich aktive Zeit, weil es eine physische inaktive Zeit ist. Es ist eine geistlich aktive Zeit. Während wir schlafen, während unser Körper schläft, aber unser Geist nicht schläft. Deshalb eins der wichtigen Dinge ist es, es ist wichtig zu beten. Vor allem bevor man schläft, bete bevor du schläfst. Wisst ihr, ich mache mein Gebet, ich sage immer Gott, spreche mit mir in der Nacht. Spreche mit mir. Rede mit mir. Dort, wo du vielleicht am Tag mit mir gesprochen hast, aber ich vielleicht so abgelenkt war, viel zu tun hatte und nichts gehört habe, sag es mir nochmal in der Nacht, wo mein Körper und meine Gedanken ruhig sind und mein Geist komplett fokussiert ist auf dich. Spreche mit mir in der Nacht. Es ist wichtig zu beten. Bete in der Nacht. Bete in der Nacht gegen alle Angriffe, die in der Nacht geschehen kann. Bete in der Nacht, dass Gott zu dir spricht. Und dann, wenn du Träume hast, such dir eine Person aus, die geistig reif ist, oder nimm dir davor die Bibel. Denn alles, was Gott tut, steht im Wort. Wenn du etwas träumst, wo du denkst, es war Gott, aber es steht nicht im Wort, dann war es nicht Gott. Die Bibel sagt, der Feind verkleidet sich als Licht. Manchmal verkleidet sich auch der Feind als Person, die wir lieb haben. Und wir denken plötzlich, okay, diese Person will mir was Schlechtes tun. Diese Person, ich habe von dieser Person geträumt. Meine Mutter war das. Ich habe geträumt, dass diese Person gekommen ist und wollte mir etwas antun. Und das ist die Verwirrung, die der Feind in der Nacht bringt, damit du über den Tag verwirrt bist. Deshalb ist es wichtig zu beten. Wenn du einen Traum hattest, bete. Wenn du auch keinen Traum hattest, bete trotzdem. Es ist wichtig zu beten und in deinem Wort zu überprüfen. Okay, das, was geschehen ist, gibt es das? Existiert das in der Bibel? Hat das Gott schon mal gemacht? Denn Gott macht nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter dieser Sonne. Alles war schon, bevor wir überhaupt da waren. Bevor es überhaupt ein Geruch von uns war, hat schon alles existiert. Alles war schon von vornherein da. Es gibt nichts Neues unter dieser Sonne. Du kannst es im Wort prüfen oder mit Leuten reden. In der Nacht geschehen manche Dinge, wo wir manchmal denken, es ist unmöglich. Und ich sage,
Ich glaube daran. Ich sage nicht, dass alle daran glauben müssen. Aber ich glaube daran, dass selbst diese Schlafparalysen, wovon wir manchmal reden, dass das nicht nur einfach, wie das manchmal die Ärzte oder Leute es erklären wollen. Das sind manchmal Dinge, die in der Nacht passieren. Das sind manchmal Dinge, die in unserem Geist gerade passieren, aber unser Körper kann nur gerade nicht zur richtigen Zeit reagieren. Es sind manchmal Kämpfe, die in der Nacht passieren, wo unser Fleisch gerade keine Kontrolle haben kann. Mir ist schon mal was in der Nacht passiert. Das war noch ganz am Anfang, wo ich zum Glauben kam. Gott hat mich ganz am Anfang, wo ich zum Glauben kam, richtig hart rangenommen. Am Anfang hatte ich schon viel mit geistlichen Dingen zu tun. Ich war gerade mal frisch bekehrt und ich war am Schlafen in der Nacht. Und wo ich frisch bekehrt war, irgendwie weckte mich Gott immer nur um 3 Uhr, um zu beten. Und ich wurde aber auch nur plötzlich direkt wach. Aber in dieser Nacht war ich nicht plötzlich einfach so wach, sondern ich war am Schlafen, meine Augen waren zu, ich konnte nichts bewegen. Weder meine Hände noch meine Füße. Doch ich glaube, so einen kleinen Finger konnte ich bewegen. So einen kleinen Finger. Aber sonst konnte ich nichts bewegen. Ich konnte meine Augen nicht öffnen, ich konnte gar nichts machen. Und plötzlich, wie ich hörte, Menschen in meinem Zimmer reden. Ich hörte, wie etwas am Sprechen war. Und ich dachte mir, was geschieht hier? Und ich wollte aufstehen, aber ich konnte nicht aufstehen. Ich wollte meine Augen öffnen, aber ich konnte meine Augen nicht öffnen. Ich dachte mir, was passiert hier? Und ich wusste ganz genau, dass gerade hier, gerade was in meinem Zimmer abläuft. Unser Geist spürt das. Manchmal bist du dort und du merkst, während du schläfst, du bekommst plötzlich spürst du eine Energie. Plötzlich spürst du eine Atmosphäre. Plötzlich spürst du eine schreckliche Aura. Das ist dein Geist, reagiert direkt in diesem Moment. Und ich habe in diesem Moment direkt gespürt, manchmal ist es auch Gott, dass Gott dich besichtigen tut. Und dass du direkt spürst, ohne dass dir jemand was sagt, ohne dass deine Augen geöffnet ist, aber dass Jesus gerade in dein Zimmer gekommen ist, um zu dir zu kommen. Aber bei mir in dieser Nacht, ich wusste, es war eine schlechte Aura. Es war eine schlechte Energie in meinem Zimmer, aber ich hatte keine Kontrolle. Ich konnte mich nicht bewegen. Und ich hörte, wie diese Stimmen am Reden waren. Und ich hörte auch, dass das 3 Leute waren, die am Reden waren. 3 Stück, 3 unterschiedliche Stimmen. Aber ich konnte nicht wach werden. Und das Krasseste war in diesem Moment, ich hörte aber auch, wie das immer lauter und lauter in mein Ohr war. Und dann irgendwann mal, bumm, plötzlich wurde ich wach und ich konnte beten. Und das sind Dinge, wo ich für mich fest glaube, das war keine Schlafparalyse. Mein Geist hat mich verstehen lassen, was gerade jetzt gerade abgeht. Und zur richtigen Zeit hat man mich geweckt, damit ich dagegen bete. Mein Geist hat mich verstehen lassen, was meine Augen nicht sehen konnten in diesem Moment, damit ich zur richtigen Zeit aufstehe, um dagegen zu beten. Um es zu konfrontieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir stark sind im Geist. Wisst ihr, wenn wir stark sind im Geist, sind wir dem Feind immer mehrere Schritte voraus. Wir sind dem Feind immer mehrere Schritte nach vorne. Wir erkennen all seine Listen. Wenn wir stark sind im Geist, zeigt dir Gott manchmal Dinge im Traum, die gerade am Geschehen sind. Zeigt dir Dinge manchmal im Traum. Vielleicht bist du auch dort und du weißt, du hattest manchmal Träume, wo du gesehen hast, dass Menschen dir was Schlechtes antun wollten, obwohl du dir gedacht hast, boah, dieser Mensch kann mir niemals was Schlechtes antun. Und plötzlich merkst du nach einer Zeit, dass es doch dieser Mensch war, der dir plötzlich was Schlechtes möchte. Wenn wir mit Gott sind, sind wir immer mehrere Schritte voraus. Mehrere Schritte voraus. Weil Gott sagt, er gibt uns das im Schlaf. Gott sagt, er gibt uns das im Schlaf. All die Geheimnisse gibt er uns im Schlaf. All die Offenbarung, die wir so nicht greifen können, er gibt uns das im Schlaf. So kommuniziert er. Deshalb sagt die Bibel, wo Gott sagt, rufet mich, damit ich euch von den Geheimnissen erzähle. Damit ich dir zeige, was in dem Verborgenen sind. Und im Verborgenen passieren so krasse Dinge, vor allem in der Nacht, wo Gott uns die zeigen möchte, wo Gott uns die verstehen möchte. Und ich will dir sagen, du brauchst dich nicht zu fürchten, wenn so eine Zeit kommt. Fürchte dich nicht. Amen. Fürchte dich nicht, weil Gott mit dir ist. Amen.
Und die Bibel sagt, dass am Ende wird Gott seinen Geist ausgießen über alle Söhne und alle Töchter. Und sie werden Vision bekommen. Sie werden Träume bekommen. Sie werden Gesichter bekommen. Und ich glaube daran, dass jetzt eine Zeit ist, wo Gott sehr vieles offenbart in den Träumen. Dass jetzt eine Zeit ist, wo Gott sehr viel offenbart. Sehr viele Werke des Feindes, wo er es offenlegt. Damit wir aufstehen und nicht sagen, wow, was für ein schöner Traum. Wow, was für ein krasser Traum. Aber damit wir aufstehen und anfangen zu beten. Damit wir aufstehen und anfangen dagegen zu beten. Damit wir aufstehen und verstehen, ah, das hat der Feind geplant. Okay, wir stehen auf und stehen gegen diese Pläne des Feindes. Gott zeigt dir das nicht, damit du nur weißt, auf was so passieren kann, sondern Gott zeigt dir das, damit du aufstehen kannst als sein Soldat und anfangen kannst zu beten. Gott zeigt dir das, damit du aufstehen kannst, um dagegen zu sprechen, allein zu reden. Es ist noch nicht mal viel Schnick, Schnack, Schnuck. Es ist nicht so, dass wir in einem Kampfring sind, in diesem Boxerring, wie das auch immer heißt. Es ist nicht so, dass wir plötzlich da drinnen sind und plötzlich kämpfen müssen, sondern es ist einfach nur aufstehen und reden. Einfach nur aufstehen und konfrontieren. Konfrontiere es mit deinem Wort und dann beendest du das mit im Namen Jesus Christus. Und das ist die Kraft, die Gott in dir gelegt hat. Das ist die Power, wovor der Feind Angst hat. Es ist das, wovor der Feind zittert. Es ist das, wovor die geistliche Welt Angst hat, dass du aufstehst und anfängst dagegen zu reden und dann es auch noch beendest mit dem Namen Jesus Christus. Es ist da, wo die limitiert sind. Es ist da, wo die begrenzt sind. Es ist da, wo der Feind nicht mehr rechts und links gehen kann, sondern geistlich hast du dem Feind in ein Gefängnis getan, weil du den Namen Jesus Christus deklariert hast und selber nochmal gesprochen hast. Wie hat Gott die Welt erschaffen? Durch Worte, durch Sprechen. Wie hat Gott dich erschaffen? Durch Worte, durch Sprechen. Deshalb nutze dein Wort, nutze deine Stimme, die Gott dir gegeben hat. Gott hätte uns auch ohne Mund erschaffen können. Gott hätte uns auch ohne Stimme erschaffen können. Aber er weiß ganz genau, du brauchst deinen Mund, um zu konfrontieren. Du brauchst deinen Mund, um dagegen zu sprechen. Du brauchst deinen Mund, um Gott zu loben. Manchmal ist das auch so, wenn du manchmal plötzlich Anfechtung hast. Nimm dir gar nicht so viel Zeit. Im Namen Jesu, fange an, einfach nur Gott zu loben. Während du Gott lobst, es ist das, was Jakob geträumt hat, dass er ein Leiter sieht und dass Engel hoch und runter kommen. Während du Gott lobst, aktivierst du, dass Engel hoch und runter kommen und anfangen für dich zu kämpfen, weil du gerade auf deinen Knien bist und weil du gerade Gott suchst und Gott rufst. Die Bibel sagt, keiner, der Gott ruft, bleibt und wird im Stich gelassen. Jeder Einzelne, der Gott ruft, jeder Einzelne, der auf Gott vertraut, auf den antwortet Gott immer wieder. Deshalb, während du da bist und einfach nur Gott anbetest, manchmal müssen wir nicht viel, oh, jede finstere Werk aus der Familie, manchmal einfach nur Gott loben. Gott wirke du, Gott, du bist der Größte. Du stehst über meine Familie, du stehst über meine Blutlinie. Gott, fange an zu kämpfen. Dort, wo ich nicht kann, dort fängst du an, mein Gott. Fange an zu kämpfen. Gott, du bist wunderschön. Und während er hört, du bist wunderschön, da ist diese Leiter, wovon Jakob geträumt hat, wovon Jakob gesehen hat, dass plötzlich Engel runterkommen. Und Engel kommen runter und fangen an, in deiner Familie einzugreifen. Und fangen an, in deiner Situation plötzlich einzugreifen. Deshalb erlaube niemals, niemals, dass irgendwas dich aufhält, Gott zu loben. Niemals, niemals, egal, auch manchmal sind wir so krass, dass wir manchmal sogar sauer auf Gott sind. Gott, ich bin sauer auf dich. Aber selbst wenn du sauer auf Gott bist, lass mich dir sagen, bete ihn an. Bete ihn an, seine Kraft wird plötzlich dieses Sauer wird es brechen. Aber fange an, ihn anzubeten, denn ohne Gott sind wir verloren. Was sind wir ohne Gott? Ohne Gott sind wir verloren, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Wenn nicht Gott uns beschützt, wer beschützt uns sonst? Wenn Gott uns nicht bewahrt, wer bewahrt uns sonst? Es ist weder deine Mutter, weder dein Vater, der dich in der Nacht beschützt. Es ist weder deine Frau noch dein Mann, der in der Nacht über dich wacht. Es ist Gott. Deshalb erlaube niemals, dass irgendeine Situation in dein Leben kommt, um deine Anbetung aufzuhalten. Während du Gott anbetest, dort kann Gott nicht anders als zu wirken. Während du Gott anbetest, dort kann Gott nicht anders als zu sagen, ey Michel,
Hey, geh mal kurz nach unten und kämpfe für meine Tochter, kämpfe für meinen Sohn. Wir haben einen großen Gott. Wir haben so einen wunderbaren Gott. So einen treuen Gott, der uns niemals im Stich lässt. Der selbst in der Nacht über uns wacht. Der uns selbst einen Geist gegeben hat, der niemals schläft. Dort, wo unser Fleisch schläft, dort schläft unser Geist nicht. Dort, wo du nicht mehr kannst, dort macht dein Geist weiter. Und wisst ihr, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, wenn die Ewigkeit so sein soll, dass wir ständig nur da sind, um Gott anzubeten. In der Ewigkeit tun wir nichts anderes, als Gott anzubeten. Sind wir dort und singen Hosanna. Wir preisen den Herrn. Und das ergibt Sinn, weshalb, warum, wenn wir manchmal schlafen, dass unser Geist weiter betet. Denn das ist die Aufgabe unseres Geistes. Das ist die Aufgabe unseres Geistes, die ganze Zeit Gott anzubeten. Und am Ende, wenn wir bei Gott sind und die Bibel sagt, vielleicht jetzt denken wir uns, wie können wir die ganze Zeit Gott anbeten? Dein Körper hat nichts damit zu tun. Es ist dein Fleisch, welches denkt, wie kann ich denn ständig die ganze Zeit anbeten? Aber dein Geist ist es gewohnt, weil dein Geist schon jetzt die ganze Zeit Gott anbetet. Weil dein Geist in einer Verbindung mit Gott ist. Gott hat uns bewusst einen Geist gegeben. Gott hat uns bewusst seinen Geist gegeben. Selbst wenn du merkst, dass dein Fleisch plötzlich Angst bekommt, aktiviere deinen Geist. Erinnere dich daran, dass du einen Geist hast. Manchmal, dass diese Angriffe kommen, damit ich die renne.